Also es gibt hier Sommerwald, dann gibt es noch Herbst. Mir fällt das... Gottverdammt. Um dich umzusehen, halt die Dreiecktaste gedrückt. Probier das in dieser Höhle aus. Wintertundra gibt's noch. Gibt's aber noch was. Anscheinend hat mir das nicht so gefallen, oder? Es gab nur drei Welten. Ich weiß es nicht. Es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Okay, und hier wäre schon das Ende. Es gibt aber noch mehr. Oh, Entschuldigung. Spyro, danke für deine Hilfe bei der Abwehr der Echsen. Nimm bitte diesen Glimmer-Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. Yay, eine Spitzhacke. Oder so. Dieses magische Tor neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten Avalars. Da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir möchten nämlich erstmal raus. An die frische Luft hier. Hier gibt es nämlich schon mehr zu entdecken. Da ist zum Beispiel jetzt dieser Powerpunkt. Der jetzt schon aktiviert ist. Aber wir machen hier erstmal alles sauber von den Gegnern. Haben sie gesagt, gibt es hier, ne? Ich muss uns gar nicht mehr so viele fehlen. Das da drin möchte ich eigentlich noch nicht so gerne machen. Nee, ich will nicht mit dir reden. Okay, da ist noch was, aber... Lass mal erstmal weg. Zwei. Gut. Dann labern wir mal mit dem hier. Toll! Der Superflug-Powerpunkt ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen wieder anzünden. Zünde schnell alle Lampen an und dann geht die große Edelsteinlampe an. Der Powerpunkt gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Durch die Pyramiden zum Superflug-Powerpunkt gehen. Edelsteinlampen mit Feuerstoß anzünden. Schnell alle Lampen anzünden. Schwierigkeit 1 von 5 Sternen. Ja. Dann fangen wir, würde ich mal sagen, hier wieder an. Wow. 1. Ups. 2. 3. Die letzte. Wunderbar. Danke, dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Eine Elfe hat mir diese Kugel gegeben. Doch Edelsteine sind mir lieber. Nimm du sie. Und da hätten wir unsere erste Kugel. Sehr schön. Und wieder gespeichert. Okay. Dann holen wir mal noch hier oben die ganzen Sachen. Oben drin ist, glaube ich, noch einer. Oder auch nicht. Dann halt eben nicht. Ist auch okay. 5, 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 5. War noch was? Jetzt hab ich gesehen. Ist hier unten noch was? Ich meine, hier wäre nämlich genau hier so eine Dings. Ne, hier ist nichts mehr. Dann nur noch hier hinten die. Und dann holen wir, denke ich mal, das mit dem Klettern jetzt direkt. Gucken, ob ich das beim ersten Versuch hinkriege. Ah, das wird gar nichts. Nee, 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 nee. Nummer neu, Nummer neu, Nummer neu. Okay. One more time.
funktionieren. Klasse! Du hast den Superflug-Powerpunkt aktiviert. Jetzt kannst du die Edelsteinlampen in dieser Höhle anzünden. Edelsteinlampen mit Feuerstoß anzünden. Müssen wir nur aufpassen. Dass wir nicht runterfallen. Weil sonst müssen wir wieder hier oben hin. Dass du mir beim Anzünden der Lampen geholfen hast, Spyro. Ich dachte schon, dass wir das Baseballspiel absagen müssten. Hier, jemand hat eine Kugel unter die Bälle gemischt. Und unsere zweite Kugel. Ich glaube, jetzt fehlen uns noch... Nee, eine okay Kugel fehlt uns noch und ein paar Edelsteine. So, jetzt müssen wir noch darüber kommen. Und jetzt hier noch die letzten paar Edelsteine. Von der Steuerung ist es eigentlich genauso wie bei Spyro. Okay, 5, weil das könnte hinhauen. Genauso wie bei Spyro 1, nur dass wir, wenn wir jetzt fliegen und Dreieck drücken, dass wir nicht einfach runterplumpsen, sondern nochmal so einen Aufschwung bekommen. Sag ich mal dazu. So, jetzt holen wir hier unsere letzten Edelsteine und Kugel. Diese kleinen Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich habe versucht, sie mit Steinen zu treffen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es mit meinen Steinen versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich. Steine auf kleine Echsen werfen. Bonzo gibt dir Tipps. Ich brauche keine Tipps, ich kann das so. Ups. Und zwar können wir jetzt, wenn wir Dreieck drücken, so zielen. Und wenn wir dann auf Feuern drücken, dann können wir den abschießen. Scheiße. Geh mal weg mit deinem Ohr da. Wunderbar. Guter Schuss. Komm mit zur nächsten Echse. Nee, ich will erstmal meinen Edelstein haben. So, der letzte, glaube ich. Yep, 400 von 400. Wir haben jetzt zwar nur 300 angezeigt, das war aber nur, weil wir den Spacken da bezahlt haben. Ja, wo bleibst du? Warum bleibst du stehen? Lauf doch, wo ich dich überholt habe, oder was? Gib mir einen Stein. Du kannst ganz schön weit spucken, Spyro. Mal sehen, ob du es bis zu der Echse schaffst. Ne. Wunderbar. Und hinterher zur nächsten Echse. 6 Stück gibt's. Um die Echse dort oben zu treffen, musst du zielen. Drück die Dreieck-Taste und halt sie gedrückt, um zu zielen. Drück dann die Kreistaste, um zu spucken. Ja, das haben wir schon die ganze Zeit gemacht, aber... einfach mal egal. Ich habe zwar so halb den Stein getroffen, aber... ist okay, ist okay. Und die nächste. Müssen wir ohne zu palavern davor? Von 6. Ich glaube, dann gibt es noch 2, die auf einem Punkt sind. Nee, doch nicht. Aber die nächste ist auch recht nah dran. Nee, ich kann meinen Kopf nicht weiter drehen. Komm mal wieder hier rüber. Hier auf dem Dach.
da. Ich kann nicht richtig reden. Yay, wir haben alle. Juhu, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Vielleicht gibt's, glaube ich, das Geräusch von alles geschafft. Finde ich sehr gut. Gut, und jetzt können wir dieses Level verlassen. Ich werde das immer auf den richtigen Wege tun, weil man kann auch über das Startmenü rausgehen. Also das Verlassen. Ich mache das immer über das Tor. Weil das viel schöner ist. So, und raus hier. Da gibt es, glaube ich, immer noch so eine kleine Sequenz, meine ich. In Sommerwald. Oh nein! Oh, hallo! Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns vorzustellen. Ich heiße Elora. Oh, hi! Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Faun, du Tottel. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Steinschneider aus Glimmer? Ja, die haben mir sogar ein Andenken gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dich einen Talisman? Was? Ist das was Besonderes? Ich hab's einfach ins Handbuch von dir gesteckt. Es gibt 14 Talismane in Avala und sie haben alle magische Kräfte. Wenn du genug sammelst, kannst du mit ihnen Repto schlagen. Jäger, wo warst du? Ich habe mich etwas verlaufen. Spyro wird uns helfen, die Talismane zu sammeln. Werde ich? Hörte? Spyro, schau. Du kannst jetzt unmöglich zum Drachenufer. Repto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst in die Welten Avalas gehen und die Bewohner überzeugen, dir ihre Talismane zu geben. Du kannst sie in deinem Handbuch aufbewahren. Hey, das könnte ich doch machen. Warum fackelt denn der Drache nicht einfach Repto ab? Jäger, du kannst nicht mal auf deine Turnschuhe aufpassen. Wie sollen wir dir da 14 Talismane anvertrauen? Wenn du Kugeln findest, die sind auch wichtig, aber davon erzähle ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, mache Ripto Feuer unterm Hintern und bin zum Mittagessen beim Drachenufer. Alles klar. Ich muss mir auf jeden Fall die Sequenzen runterladen. Jetzt klingelt auch noch mein Handy. Mal wieder. Ist gut. Automatik-Speicherung. Gut, das ist ein Leben. Ich finde hier den ersten Teil ganz cool. Also, wie das Waldding auch ein Böden. Da haben wir eben so viele verloren. Und man kann in diesem Teil im Wasser schwimmen. Also man geht nicht mehr kaputt dadurch. Finde ich auch sehr gut. Sehr gut. Und wir lernen hier immer ein paar Fähigkeiten, weil hier möchten wir gerne runter, aber es geht nicht, weil wir noch nicht tauchen können. Und das Tauchen kriegen wir beigebracht. Jo. Okay. Ich glaube, das war's hier schon. Upsala. Spyro, dies ist die Heimatwelt, der Sommerwald. Hier gibt es Tore, die zu vielen Welten von Avala führen. Unglücklicherweise hat Repto die Burg eingenommen und wir brauchen deine Hilfe. Bring als erstes alle Talismane aus den anderen Welten zurück. Wird gemacht, Mädel. Okay. Gehen wir erstmal runter. Nee, erstmal das hier aufsammeln. Hier geht, glaube ich, die Treppe runter, genau. Frösche sind auch ganz süß. Ja. Das war's hier schon. Dann gehen wir hier wieder hoch mit diesem Strudel. Den können wir auch schon.